Danny und ich haben was richtig Cooles gefunden. Hier mitten im Wald und nirgendwo. Was ist denn hier los? Ist einfach ein Grab. Also Gräber sind hier. Tatsache. Und du weißt, was das heißt, wenn irgendwie zufällig Gräber auftauchen? Das ist, was heißt das denn? Dass wir kämpfen müssen. Und dass hier natürlich auch wahrscheinlich irgendwelche richtig coolen Monster sind oder irgendwelche richtig coolen Personen. Man weiß ja nicht. Und Leute, wenn ihr wissen wollt, wer da unten ist, dann abonniert mal den Kanal, schreibt einen Liebeskommentar, gebt dem Video einen Daumen nach oben und ich würde mal sagen, ich fange auch direkt mit dem ersten an, um keine Zeit zu verplempern. Ich möchte wissen, was das für ein Okay, aber was glaubst du, was wird das für ein Grab? Das wollte ich dich gerade fragen, was das eigentlich hier für Gräber sein könnten. Sind das vielleicht Ahnung. YouTuber? Oder? Ich guck mal kurz rein. Da ist ein Titan! Ich glaube, das wäre ein Titan in Buffalo. Oh nein, okay. Wenn das ist der Titan-Speakerman ist das. Oha. Oh, hi. Oh, Danny, du bist auch da. Also willkommen bei den Titangräber. Und in jedem Grab wird immer ein stärkerer Titan da sein, also viel Glück. Was? Die werden immer schwieriger und schwieriger? Oh nein, das heißt, wir greifen den jetzt an. Ich hab daneben gehauen. Das ist deiner, ne? Ich werde dir nicht helfen. Ja, das ist meiner. Aber, oh, das ist zu, ich wollte hier das hier stibitzen und klauen. So, dann mal gucken wieder. Oh nein, nicht kaputt gehen. Ja, probier du ruhig weiter. Oh nein. Okay. Ja gut, sind wir beide was drin gewesen, ne? Wo ist mein... Warum geht das nicht? Du hast wahrscheinlich schon was an, Buffalo. Wow, okay, jetzt funktioniert's so. Perfekt, das haben wir beide Jetpacks, um aus den Gräbern rauszukommen. Wofür haben wir uns... Wofür haben wir Erde gefarmt? Gute Frage, keine Ahnung. Egal, dann würde ich mal sagen, du bist als Nächster dran. Let's go! Wow. Wer ist das? Geh runter, ich möchte sehen. Was ist das denn? Alter. Das ist eine Titan-Speakerman-Toilette. Oh, ich will nicht gegen die kämpfen, Buffalo. Oh, ihr habt meinen Bruder erledigt. Ah, aber ja. Hier ist Endstation. Okay, werden wir sehen. Das ist deine Aufgabe, ich helfe dir nicht. Okay, wird es Danny schaffen, Leute? Ich bin schon stark. So. Wow, ja, und ich darf das Schloss knacken. Los. Warum müsst ihr jetzt wieder klauen? Du wolltest bei mir klauen, also klaue ich auch bei dir. Ich habe ja bei dir nicht geklaut. Ich wollte nur gucken, was drin ist, direkt. Okay, ich möchte auch nur gucken, was drin ist. Du kannst ja machen, solange du, wenn du es klaust, bist du halt kein Ehrenmann, ne? Ich werde nicht klauen. Okay. Wieder für beide was drin, ne? Ja. So, erstmal hier rauskommen. Den Amboss hier platzieren. Jetpack. Ja, mit dem Jetpack ist es echt entspannt. Und das Diamantschwert erstmal verzaubern. So mit Sharpness 5. Ich nenne es abonniert. Buffalo. So. Okay, dann bin ich ja wieder dran, oder? Ja. Und es ist der Titan-Ampelmann? Was? Der Ampelmann? Ja, Titan-Ampelmann. Alter, crazy. Den habe ich noch nie gesehen. Kennt ihr den Ampelmann? Also, ich auch nicht. Ich darf ihn nicht angreifen. Guck, die Ampel ist rot. Oh, wann dürfen wir dich denn angreifen? Wann wird es denn grün hier? Es wird niemals grün. Wie, es wird niemals grün? Warum nicht? Ihr müsst immer an der Ampel warten. Nein, wir wollen aber nicht warten. Ich will auch nicht warten. Ich werde dich jetzt einfach erledigen. Ich bin so ein Rotfahrer jetzt hier. So. Oha, Buffalo ist Rotgänger. Hey. Rotgänger, Totgänger. Nein. So. Och nein, schon wieder Schlösser knacken. Ja, dann da. Was ist mit diesem Dietrich hier los? Warum geht er kaputt? Und geschafft. Mhm. Oh, wieder was für dich. Okay. Hol dir selber raus. Wow, neue Wir Rüstung. Haben eine Prototyp-Rüstung. Wie cool ist das denn? Hui. Jetzt ist aber Dandy dran. Und was ist da unten drin? Wow.
Das ist doch der Titanen-Glockmann. Ja. Der Titanen-Glockmann. Wie spät haben wir eigentlich? Kurz vor unsichtbar? Kurz vor unsichtbar? Mhm. Warum unsichtbar? Ja. Keine Ahnung, das haben die bei SpongeBob doch gesagt. Ah, ja, ich hab schon lange kein SpongeBob mehr geguckt. Ja, du bist auch ein Loser. So, dann erledigen, okay. Mal gucken, ob du es schaffst. Ja, ich bin stark. Ich habe jetzt alles, was mein Herz begehrt. Das glaube ich dir aber nicht. Ich besiege dich. Oh, der haut mir schon gut zu, okay. Der gibt mir schon ein paar Backpfeifen hier. Ja. Hallo, ey, das tut weh. Hallo. So, kannst du es schaffen? Schaffst du es auch? Ja, ach, geschafft. Gut. Okay. Hör doch auf mit diesem komischen Diebstählen, die du hier machst. Ich mach keinen Diebstahl. Ein Dieb oder was? Nee, ich bin kein Dieb. Doch, du Buffalo bist ein Dieb. Guck mal, was ich bekommen habe, Buffalo. Guck mal her. Was ist denn da drin? Eine Zeitstoppuhr. Wo bist du? Stoppuhr. Oha, ja? Darf ich die benutzen für das nächste Grab? Klar. Okay, dann kann ich den Leuten auch zeigen, was die Uhr macht. So, mit der kann ich die Zeit anhalten. Kommst du mal mit runter? Wer ist das denn? Was ist denn hier los? Das ist doch die Titanfrau von den Titan-TV-Mann, oder? Das ist seine Geliebte. Ja, hey, ich bin's. Habt ihr meinen TV-Mann gesehen? Nein. Warte mal, sie guckt 7 Buffalo-Videos gleichzeitig. Ach Quatsch, du bist doch verrückt. Das ist ein Dandy-Video, ein Dandy-Roblox-Video und wieder ein Dandy-Video, ein Dandy-Video, ein Dandy-Real-Life-Video, Dandy-Video, Dandy-Face-Review. Was? Was? Dandy-Face-Review? Nee. Nein, es laufen nur Buffalo-Videos hier. Ja, siehst auch so aus, Alter. So, ich muss die Zeit dafür pausieren, dass die ganze Zeit immer für immer hier Buffalo-Videos sind. Nein, ich hab dir jetzt gehauen. Oh, ich hab dir gehauen. Was gehauen? Was passiert, wenn ich die Zeit wieder... Ich krieg halt den Schaden, den ich hier gegeben habe. Guck. Aber okay. Warum greift sie dich nicht an? Jetzt. Ich glaub, gut. Perfekt, die Zeit angehalten, Leute. So, dann erledigen wir sie mal. Okay, Zeitstoppuhr ist schon echt einer der krassesten Items. Ja, aber wie oft müssen wir jetzt auf sie draufhauen? Mach mal mit. Komm, mal, wie Leben die hat, ne? Okay, sagst du... Die Sachen sind schon gedroppt. Oh. Wow. Okay. Bin ich mal gespannt, was hier drin ist. So, wieder kaputt. Wieder kaputt. So, dann... Oh. Warum sind die Diamant-Dietriche in letzter Zeit so schwach? Tja, da fragst du mich etwas, Buffalo. Und geschafft. Oh, eine Piu-Piu. Eine Piu-Piu? Ein Nuclear Death Ray. Wow! Let's go! Okay. Bin mal gespannt, wer jetzt im nächsten Grab sein wird. Okay, dann wollen wir mal. Der PC-Titan. Was? Der sieht crazy aus. Der sieht richtig crazy aus. Alter. Zum Beispiel dem. Ihr werdet keine Chance gegen mich haben. Ich werde einfach euer Leben jetzt ausschalten mit diesem Herunterfahren-Knopf. Herunterfahren, genau, du wirst nicht herunterfahren. Ich werde dich jetzt herunterfahren. Wie machen wir das denn? Guck mal, du schneidest gerade ein Dandy-Video für mich? Voll korrekt, danke. Was? Arbeitest du nicht selber? Nee, ich habe einen Cutter. Guck mal, das ist mein Cutter. Was? Hallo? Ja. Schneidest du auch meine Videos? Nein. Nur Dandys. Der bezahlt mich besser. Was? Ja, wofür? Wie viel zahlst du den? Ja, das ist ein Geheimnis. Das ist Betriebsgeheimnis, weißt du? Nee, das gefällt mir nicht. Ich möchte nicht, dass... Du musst selber deine Videos schneiden. Ey, mein Mitarbeiter! Oh nein, lass mich noch in Frieden! So, jetzt kann er deine Videos nicht mehr schneiden, weil ich pausiert habe. Okay, dann kommen halt keine Videos mehr, wenn alle traurig sein. Willst du, dass alle traurig sind? Du kannst sie doch einfach selber schneiden. Ich weiß nicht, wie das geht, Buffalo. Warte, hast du gerade dein echtes Gesicht gezeigt? Nein. Und schnell wieder verstecken. Okay. So, und wieder aktivieren. Warum geht das nicht mehr? Ah! Ja, hau ihn! Hau ihn! Für die... Brauch dich doch! Nein! Hör auf! So, und wir haben ihn jetzt erledigt. Das war eigentlich sogar meiner, ne? Das war echt deiner. Komm, mal gucken, was schnell ist. Ja, ist mir doch egal. So, und geschafft. Trotzdem habe ich mein Item bekommen, weil ich schnell im Klicken war. Ich habe auch eins bekommen. Guck mal her.
Nein, warte, ich weiß nicht. Halt mal das aus. Aua. Oh, das ist schon ziemlich knapp. Nein, geh weg. Nee, ich mach das nicht. Ah, hier ist der TV-Mann. Wir haben deine Frau gesehen. Ich bin die besiegt, by the way. Du hast keine Frau mehr. Du bist jetzt ledig. Du wirst gleich kein Leben mehr haben. Wie, werde ich kein Leben mehr haben? Ich hau einfach ab. Ich mach's, Buffalo. Ich werde dann den Film, der Lebenszyklus von Dandy machen. Und dann werde ich nur das Ende zeigen, wie du drauf gehst. Oh, wow. Ich habe so viel Angst, TV-Mann. Aber ein Lebenszyklus von Dandy ist auch mal interessant. Gibt schon Roblox-Editionen auf meinem Kanal. Oha, du hast einen Roblox-Kanal? Also auf Dandy-Kanal. Eigentlich ist es sogar auf diesem Kanal. Ja. Dann viel Spaß beim Schlossknacken, Buffalo. Ja, also weh, du klaust mir etwas. Nee, keine Sorge. Ich klau doch nicht. Als wenn ich klauen würde. Du kein Dieb. Mhm, okay. Interessant. Kannst du das mal platzieren hier? Ja, ich glaube schon. So, dann haben wir gleich nur ein Grab. Ich frage mich, wer der letzte Titan sein könnte. Oh, hier, so. Willst du es mal tanken oder soll ich jetzt tanken? Ich kann es auch tanken. Warte, ich kann es auch tanken. Ich tanke schon, alles gut. Okay, dann fliege ich gleich mal damit. Gönn dir. So, Leute, guck mal, wie cool das ist. Oh, nee, nicht. So, erstmal warten, bis es ist. Und dann, glaube ich, wenn die Propeller richtig schnell drehen, kann man so fliegen. Leute, guck mal, wie krass das ist. Ui. So ein Sofa-Copter ist schon richtig krass. Und dann erstmal hier landen. So, wie geht man runter? Mit SD. Okay, mit Kontrolle. Okay, jetzt haben wir nur noch ein Grab, ne? Das finale Grab der Titanen. Das machen wir gemeinsam. Auf jeden Fall. Und es ist der Kameratitan. Alter, der Kameratitan. Oh, wenn ihr hier seid, heißt es, ihr habt alle Titanen erledigt. Außer mich. Ja, one hit. Easy. Ja, one hit. Ja, ja, stimmt. Und wie ihr seht, sehe ich am stärksten aus. Ich habe einen Hammer, einen Laser, Kameras, Flügel, alles, was mein Herz begehrt. Und ich werde dich jetzt erledigen, um meinen Schatz zu beschützen. Erledigen? Wie will er uns erledigen, wenn wir ihn einfach vorher erledigen? Aua, Buffalo, du hast mich auch gehittet! Ja, dann helf mir doch mal, der hat richtig viel Leben bestimmt. Das ist ein Titan. Das waren auch, alle anderen waren auch Titanen, die waren nicht so stark. Okay, der ist stärker. Ja, der ist viel stärker. So. Ich frag mich, wie viel Leben der hat. Oh. Boah, gar nicht so viel. Okay, das war schon viel. Ja, das war schon ziemlich viel. So, und dann haben wir es jetzt geschafft. Und was ist drinne? Was? Ich nehm den. Ich nehm den. Ich nehm das. Und den. Nimmst du auch was? Was ist denn da drin? So viele Autos. Ja, ich hab auch welche genommen. Ich hab einen Bugatti genommen und einen Ferrari. Ja, und das noch, kein Geschmack. Und noch einen Ferrari. Lambo Forever! Ach, Quatsch. Und guck mal, was für Autos ich habe. Die sind alle grün. Und noch einen zweiten, einfach Bugatti. Einfach so. Ja, aber ich habe viel schönere Autos. Ja, die sehen echt krass aus. Was ist euer Lieblingsauto, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal, schreibt mir das Kommentar, gebt ihm wieder einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.